Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja heute über Chile. Chile, ein Land in Südamerika mit fast 18 Millionen Einwohnern, wenn wir das schon mal leicht aufrunden. Und Chile hat sich ja immer mal wieder in den letzten Jahren in die Top 50 zumindest der beliebtesten Auswanderungsländern hochgearbeitet. In den letzten Jahren sind ja besonders viele Deutsche auch nach Chile ausgewandert. Und da reden wir nicht nur über Rentner, sondern auch über jüngere Leute, weil die in Chile leben wollen oder auch von dort ihren Geschäften nachgehen wollen. Wir wollen also heute mal darüber sprechen, was zieht Auswanderer nach Chile? Was sind das so für Leute, die nach Chile kommen? Für wen könnte Chile ein idealer Wohnsitz sein? Wie einfach oder kompliziert ist der Einwanderungsprozess? Wie sieht es mit den Lebenshaltungskosten aus? Wie ist die steuerliche Situation? Und noch eine ganze Reihe anderer Fragen, die uns dann so beschäftigen. Frau Dr. Bröcking und Herr Peter Schäfer, stellen Sie sich doch selbst einmal kurz unseren Zuschauern und Zuhörern vor, bevor wir dann hier ins Detail gehen. Gerne doch. Kurz zu meiner Person. Ich darf anfangen. Ich habe in Tübingen Jura studiert und mein zweites Staatsexamen am Oberlandesgericht in Hamburg abgelegt. Und dann in Konstanz promoviert. Mein Berufseinstieg war in Führungspositionen gleich vom Start ab. Zunächst bei der Commerzbank AG und dann beim Gruner & Jahr Verlag in Hamburg. Und mit den Erfahrungen aus dem Bereich Recht, Bankwesen und Marketing habe ich mich dann als Unternehmensberaterin in Hamburg selbstständig gemacht. Ich kam an die Industrie- und Handelskammer als Referentin ran, habe dort viele, viele Seminare gehalten im Controlling-Bereich und Wirtschaft und so weiter. Und nach der deutschen Wiedervereinigung wurde ich von der IHK gebeten, Beratungsleistung für Unternehmen in Dresden, damals Partnerstadt von Hamburg, zu erbringen. Und im Namen der Treuhand als Verwalter der damals im öffentlichen Eigentum stehenden Betriebe des davormals sozialistischen Staates galt es im Rahmen von Beratungsaufträgen, die Privatisierung dieser Unternehmen vorzubereiten, damit sie eben verkauft worden werden konnten und damit sie eben in privater Hand sind. Es mussten Voraussetzungen geschaffen werden, um eine effektive Teilnahme am nationalen und internationalen Handel zu ermöglichen. Keine einfache Aufgabe. Nach 40 Jahren waren diese Betriebe wirklich nicht vergleichbar mit westeuropäischen und westdeutschen Betrieben. Zumal man dann die Gewerkschaften auch schnell kam und gleiche Lohnforderungen für diese Mitarbeiter forderten, was es also noch schwieriger machte. Ja, später wanderte ich mit meinem Ehemann nach Neuseeland aus. Dort haben wir eine Firma gegründet, die vornehmlich Human Resource und Einwanderung zum Gegenstand hatte. Zeitgleich haben wir eine Farm gekauft, die wir mit großer Freude gemeinsam betrieben haben. Für uns beide die ideale Kombination als Aussteiger. 25 Jahre später entschieden wir uns, nach Chile auszuwandern. Nicht mehr ganz jung. Also warum geht man nach Chile? So, und hier habe ich bei der Rechtsanwaltskanzlei Atala und Winfer in Pocon den Bereich Einwanderungsberatung aufgebaut. Schon vor knapp fünf Jahren. Und den habe ich dann zusammen mit meinem Partner heute, Peter Schäfer, vor 2 Jahren in Eigenregie übernommen. Wir haben heute Kunden aus aller Welt. Unser Team wächst und wir beraten viersprachig. Toll, war eine schöne Vorstellung. Meine Person. Ja, klasse. Frau Dr. Bröcking, jetzt müssen Sie aber doch nochmal erklären, warum sind Sie denn von Neuseeland nach Chile umgezogen? Das ist ein Thema, was wir sicher nachher auch ansprechen werden. Also seltsamerweise hat die Gärtnerin, wir haben damals organisch unsere Farm betrieben, waren sehr stark im Thema Permakultur engagiert. Und die Gärtnerin sagte eines Tages zu mir und sagt, weißt du, eigentlich ist das Chile und Neuseeland die einzigen Länder auf dieser Erde sind, die nicht von außen beeinflusst werden.
wo ich also ohne Chemie anbauen kann, ohne dass ich von meinem Nachbarland irgendwelche Schadstoffe bekomme. Und das fand ich so interessant, diese Nachricht. Dann habe ich meinem Mann erzählt und haben wir drüber gesprochen. Dann fingen wir an, ein bisschen auf Internet zu gucken, was gibt es denn in Chile? Ach, da gibt es deutsche Auswanderer, da gibt es tollen Wein. Und da haben wir spontan gesagt, da fahren wir jetzt hin. Klingt toll. Ganz spontan. Und seltsamerweise haben wir also gebucht, 2 Tage nachdem also dieses große Erdbeben hier war. Wir wären also zeitgleich mit dem Erdbeben angekommen, 2010. Und dann sagte mein Mann, gut, jetzt fahren wir einfach ganz schnell nach dem Erdbeben. Die Leute brauchen Geld. Und viele von den Unterkünften, die wir gebucht hatten oder wo wir hinfahren wollten, die existierten gar nicht mehr. Die waren nur noch in Schutt und Asche. Und trotzdem haben wir uns in das Land verliebt. Und heute würde ich auch nicht mehr irgendwo anders leben wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. Jetzt wollen wir trotzdem noch mal ganz kurz auch zum Herrn Schäfer kommen und ihm auch die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, weil sonst tauchen wir jetzt schon zu weit hier in das schöne Chile ein, oder? Ja, Herr Schäfer. Thema, ja. Ja. Wie Sie schon einmal im Deutschen kennen können, komme ich ursprünglich aus der Schweiz, bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Ich war da über 30 Jahre lang in verschiedenen Positionen in der Schweizer Finanzindustrie tätig, unter anderem auch für UBS und Credit Suisse. Und das in höheren Managementpositionen mit Ergebnis- und Mitarbeiterverantwortung in internationalen Marktgebieten. Damit verbunden ist eine entsprechend höhere Ausbildung, die es erlaubt, professionelle internationale Kunden und Unternehmen gesamtheitlich, also über ihren Lebenszyklus zu beraten. In dem Sinne eigentlich ein spannender Mix zwischen Banker und Unternehmensberater. Und das ist immer das, was mir Spaß gemacht hat, mit Kunden zusammen einen Lösungsweg zu entwickeln, Optionen aufzuzeigen und dann gemeinsam einen Weg zu gehen. Und das mache ich jetzt in einem völlig veränderten Umfeld mit meiner Geschäftspartnerin Dr. Monika Bröcking hier in Chile. Wir sind mit unserer Firma immigrationchile.com in Pucón ansässig. Das ist etwa rund 800 Kilometer südlich von Santiago, eine malerische Kleinstadt in der 9. Region Chiles, in der sogenannten La Araucanía, wie diese Region heißt. Diese Gegend hier wird auch als die sogenannte chilenische Schweiz bezeichnet und damit schließt sich der Kreis für mich natürlich wieder. Und der Grund dafür ist, dass wir eine wahnsinnig schöne Kulisse haben hier mit Vulkanen, mit Seen, die eben auch an eine europäische Alpenlandschaft erinnert. Das so in Kürze zu meiner Person. Und der Käse und die Schokolade, die kommt von Ihnen, ja? Käse und Schokolade, da tun wir uns noch etwas schwer hier, aber wir kommen langsam dahin. Ja, genau. Ja, ich muss jetzt trotzdem mal fragen, was fehlt Ihnen denn jetzt? Also mir, ich wohne ja jetzt auch nicht in Deutschland, mir fehlt zum Beispiel hier die deutsche Leberwurst. So. Natürlich, ein paar Jahre in der Schweiz haben wir auch gelebt, da fehlt einem natürlich, also fehlt ihm überall auf der Welt, wenn man einmal angefangen hat, Appenzeller Käse oder was weiß ich, wie die da so alle heißen, zu essen, das fehlt einem natürlich auch. Aber was fehlt Ihnen denn jetzt eigentlich? Und das ist vielleicht eine Frage an Frau Dr. Bröcking und auch an Herrn Peter Schäfer. Also wunderschönes Land, haben Sie gerade gesagt, eigentlich wie so die kleine Schweiz da, die chilenische Schweiz. Aber was fehlt Ihnen denn, wenn Sie sagen, eigentlich habe ich die Schweiz ja hier, aber was fehlt? Also darf ich vielleicht mal als Erste antworten? Ganz einfach, mir fehlt überhaupt gar nichts. Wirklich nichts. Ich habe alles hier, was ich haben möchte. Ich bin ein Naturfreund, ich habe eine tolle Natur um mich herum. Ich esse unheimlich gerne Früchte. Die gibt es hier in Hülle und Fülle. Wir haben uns gerade ein Haus gebaut vor 2 Jahren. Ich komme aus Stuttgart, wo die Firma Bosch ist. Also alle unsere Geräte im Haus sind alles Bosch-Geräte. Ich fühle mich absolut zu Hause. Doch, mir fehlt was. Aber ich hatte das große Glück, dass meine Eltern kürzlich zu Besuch waren hier in Chile. Mir fehlt das Schweizer Käsefondue. Und die haben mir so viel Käsefondue mitgebracht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das reicht jetzt für die nächsten 2 Jahre. Ah ja, okay, ja, das ist ja gut. Na Gott sei Dank, ja, da ist ja das Überleben sichergestellt dann. Ja, absolut. Schön. Vielleicht beginnen wir mal so ganz allgemein. Also es gibt ja jetzt, wir haben ja vor uns gesprochen davon, Chile hat sich so in den
immer mal wieder jetzt in letzter Zeit in die, unter die ersten 50, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, jetzt relativ weit unten, hochgearbeitet allerdings, weil es früher nicht so oft im Fokus von auswanderungsinteressierten Menschen stand. Aber jetzt ist zunehmend doch immer mehr im Gespräch, immer auch mal Chile. Wenn man Sie jetzt fragen würde, fassen Sie doch mal kurz zusammen, was macht Chile so interessant? Warum sollte man sich mit Chile beschäftigen als Auswanderungsland? Die Frage für mich ist, da ich ja in diesem Beruf schon längere Zeit gearbeitet habe, auch in Neuseeland, ist ja nicht nur die Frage, wo möchte ich hin? Die Frage ist auch, wo werde ich denn überhaupt angenommen? Wo schaffe ich es denn überhaupt, diese Einwanderungshürde zu nehmen? Ja, viele Leute, mit denen wir hier zu tun haben, die sagen, oh, Sie kommen aus Neuseeland, ja, da wären wir auch gerne hingegangen. Nur da kommen Sie heute gar nicht rein im Prinzip. Ja, Sie müssen irgendwo Sprachkenntnisse nachweisen oder Sie müssen irgendwo medizinische Teste nachweisen. Als wir hier eingewandert sind in Chile, war mein Mann nun nicht gerade mehr sehr jung und hatte auch schon ein oder zwei Herzinfarkte hinter sich, da wären Sie im anderen Land gar nicht mehr reingekommen. Ja, es ist also nicht nur die Frage, wo man hin möchte, sondern vor allen Dingen auch, wie schaffe ich es dahin zu kommen? Und dann natürlich die Frage, wie kann ich mein Leben dort gestalten? Und da finde ich das hier relativ einfach, was die ganzen behördlichen Maßnahmen angeht. Das Leben ist sehr einfach hier. Einfach zu handhaben, wenn man mal drin ist. Vielleicht zu Chile als Land. Es ist durch und durch faszinierend, wenn man das Land näher kennenlernt. Nur schon die Nord-Süd-Ausdehnung ist mit rund 4.300 Kilometern beeindruckend. Und hier können wir dann mal ein erstes Bild anschauen, wie Chile in Europa reinpassen würde. Wenn man das Land etwas neigt auf der Karte, dann passt es also so vom Nordkap gerade so bis Gibraltar runter. Rein, dann haben wir etwa diese Ausdehnung von 4.300 Kilometern. Und dadurch haben wir natürlich die verschiedensten Klimazonen hier im Norden, in der Atacama-Wüste, endlos heiß und trocken. Diese Wüste wird ja als die trockenste Wüste der Welt bezeichnet. Und wenn man dann da runtergeht im Land bis zum ewigen Eis im Süden, und das bringt eine unglaubliche Vielfalt in der Natur. Endlose Naturparks mit schneebedeckten Vulkane, auf denen Sie Skifahren können. Buchten und Kliffe am Meer mit der schäumenden Gischt der Wellen, Gletscher, die bis ins Meer reichen. Also es ist der Wahnsinn. Sie spüren, ich komme da nur schon beim Erzählen ins Schwärmen. Und diese Lage, die ist natürlich auch spannend für den Anbau von Früchten und Gemüsen. Wenn Sie Erdbeeren mögen, müssen Sie unbedingt herkommen. Die Erdbeersaison ist hier fast endlos. Die erstreckt sich über mehrere Monate, da dann die Früchte immer wieder aus einer anderen Region stammen. Wir haben hier total 42 Nationalparks mit 13,2 Millionen Hektar Gesamtfläche. Und das macht rund 17,5% der Gesamtfläche Chile aus. Und durch diese geografische Lage ergibt sich noch ein weiterer Vorteil. Viele Krankheiten, zum Beispiel die Maul- und Klauenseuche, gibt es hier nicht oder nur in einem viel geringeren Ausmaß. Warum ist das so? Wir haben das Thema vorhin schon ganz kurz angesprochen bei Frau Dr. Bröcking. Es gibt praktisch keinen natürlichen Weg, solche Krankheiten ins Land einzuschleppen. Im Norden über die Atacama-Wüste, da kommt nichts rein, da ist viel zu heiß und zu trocken. Im Süden übers Eis auch nicht. Im Osten haben wir die Anden, die als natürliche Schutzbarriere dienen, und im Westen den Pazifischen Ozean. Damit das so bleibt, gibt es an den Grenzen sehr strenge Kontrollen, die die Einfuhr von Lebensmitteln, Tieren und Pflanzen dann betreffen. Oder ein anderer spannender Punkt ist das Trinkwasser. Die Centers for Disease Control and Prevention, das ist eine Unterbehörde des US-Gesundheitsministeriums, die haben kürzlich eine Studie veröffentlicht mit Ländern, in denen das Leitungswasser nicht von ausreichender Qualität zum Trinken ist. Hier können wir uns einmal das nächste Bild anschauen. Da sehen wir, alles was rot ist, ist nicht gut.
dass die Trinkwasserqualität nicht ausreichend, die wird als nicht ausreichend beurteilt. Wenn Sie sich aber hier für Südamerika entscheiden und vernünftiges Leitungswasser haben wollen, dann haben Sie genau eine einzige Option. Und das ist Chile. Alles andere ist rot. Ein anderer Aspekt, wieso das Land so spannend ist, eine Auswertung des Global Peace Index. Diese Auswertung wird vom Institute for Economics and Peace erstellt und ist nach deren Angaben das weltweit führende Maß für die globale Friedenslage. Der Bericht enthält die bisher umfassendste datengestützte Analyse zu Friedenstrends, zu einem wirtschaftlichen Wert und zur Entwicklung friedlicher Gesellschaften. Schauen wir uns das einmal auf der nächsten Seite an. Wenn wir uns hier auf Südamerika konzentrieren, dann ist auch hier klar, welche Option Sie nehmen sollten. Das sind so einige Highlights zum Land, wieso Chile so faszinierend und so spannend ist. Jetzt haben wir hier in Chile seit einigen Jahren einen neuen Präsidenten, wie in vielen anderen Ländern Südamerikas und Mittelamerikas, sage ich jetzt mal, eher links gerichtet. Und es gab natürlich davor auch dann einige Proteste. Und jetzt ist man dabei, glaube ich, eine neue Verfassung zu verabschieden gerade. Wie hat sich das ausgewirkt so auf das Land und die politische Stabilität, von der Sie jetzt ja gerade gesprochen haben? Wie wirkt sich das aus? Im Moment wirkt sich das nicht aus, weil wir gerade darauf warten, ob diese vorgeschlagene Verfassung angenommen wird oder nicht. Wir hatten diese Unruhen. Man hat sehr schnell dann gesagt, man wird eine neue Verfassung hier fertigen, die anders ist. Die ist jetzt vorgelegt worden. Und am 4. September wird das Volk darüber verabschieden, ob sie das so wollen oder nicht wollen oder ob sie korrigiert wird. Und im Moment ist es eben absolut, sagen wir mal, friedlich, weil die Leute darauf warten, dass sich da irgendetwas ändert. Was geändert werden soll, ist hauptsächlich die sozialen Unterschiede zwischen der arbeitenden Bevölkerung und den etwas reicheren Leuten. Weil die Diskrepanzen sind in diesem Land jedoch immer noch sehr groß. Also Sie sagen im Grunde, das Land ist bereit hier für Veränderungen und hier findet das statt, gerade politisch, was auch von der Bevölkerung gewollt ist, was vielleicht auch überfällig ist, was das Land auch braucht, um zukunftsfähig zu sein. Ja, absolut. Und wenn Sie sagen, wir haben eine linke Regierung, ich bin da immer etwas vorsichtig, weil auch hier in diesem Land heißt links dann immer auch ganz schnell kommunistisch. Das hat damit gar nichts zu tun. Wir kennen aus Deutschland eine sozialdemokratische Regierung. So, das heißt, es wird dafür gesorgt, dass jeder zum Beispiel genügend ein Haus hat oder Wasser hat oder ein vernünftiges Einkommen hat oder vielleicht eine Pension hat, von der man eines Tages leben kann. Und das hat für mich nichts mit links zu tun, sondern für eine Sozialdemokratie. Und ich glaube, das versucht unser Präsident gerade einzurichten. Wenn wir jetzt gerade, damit wir gleich die Gelegenheit mal nutzen, um das zumindest kurz mal anzuschneiden, weil das mit Sicherheit auch unsere Zuschauer und Zuhörer interessiert und es hängt ja meistens auch ein bisschen auch an dem Kurs der Regierung, die da gerade dran ist sozusagen, ist immer wieder die Frage, wie wurden denn so Maßnahmen umgesetzt in Verbindung mit der Covid-Pandemie? Ja, da südamerikanische Länder oder generell auch potenzielle Wohnsitzländer, wo das eher streng umgesetzt worden ist, wo das, ich sage mal, vielleicht auch eher komfortabel umgesetzt worden ist, um es mal so zu sagen. Und vor allem auch, wie hat sich das auf die Wirtschaft und das Leben ausgewirkt? Also leidet das Land? Hat das Land gelitten? Haben die Unternehmer gelitten? Die Wirtschaft gelitten? Oder ist man da relativ gut durch die Pandemie gekommen? Wie ist das bei Ihnen gelaufen? Ich kann hier vielleicht anfangen mit der gesundheitlichen Situation während der Pandemie. Es war für mich aus Europa kommend absolut beeindruckend, wie die chilenische Gesundheitsbehörde mit diesem Thema umgegangen ist. Die Bevölkerung wurde hier sukzessive und konsequent
geimpft und das in einem Wahnsinnstempo. Also wir sind hier momentan jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei Impfung Nummer 4, die bereits zur Verfügung gestellt wird und durchgeführt wurde für alle diejenigen, die das haben möchten. Das Gesundheitsministerium hat sofort zu Anfang der Pandemie einen Impfplan herausgegeben, der über die sozialen Medien bekannt gemacht wurde. Und da wurde genau festgelegt, welche Alters- oder Berufsgruppen wann an der Reihe sind. Wochentlich, Wochenplan auf Tagesbasis. Wir beginnen mit allen über 80 am Montag und dann allen über 79 am Dienstag, alle über 78 am Mittwoch und so weiter. Und das Beeindruckende war, der Chilene, der geht dann hin, der stellt sich in die Reihe und wartet, bis er dran ist. Das war für uns absolut beeindruckend zu sehen. Aufgrund dessen haben wir hier eine Impfquote vollständig geimpft von 92,2% im Moment. Also das wird, wenn der Staat das sagt, dann macht man's. Man geht hin, führt's durch und gut ist. So viel zur medizinischen Herausforderung. Wie hat sich das auf die Wirtschaft ausgewirkt? Hier vielleicht zuerst ein paar Eckpunkte. Chile ist neben Brasilien und Peru der derzeit wichtigste Rohstoffproduzent in Südamerika und der Welt. Gemäß Schätzungen verfügt Chile über die weltweit größten Kupfervorkommen und produziert etwa einen jährlichen Anteil von 33% an der Weltproduktion. Weitere bedeutende Rohstoffe sind dann das Molybdän, Rhenium, Gold, Silber, Lithium, Nitrate, bei denen Chile ebenfalls zu den weltweit führenden Produzenten gehört. Und diese Vorkommen sind schon per se ein starker Pfeiler für die chilenische Wirtschaft. Das bedeutet auch, dass die chilenische Währung, also der Peso, sehr stark mit dem aktuellen Kupferpreis korreliert. Ist aber eine gesunde Basis, um einfach schon mal einen Bodensatz zu geben, eine gewisse Sicherheit zu geben, denn solange Kupfer und diese Rohmaterialien und Edelmetalle nachgefragt werden, wird auch die Wirtschaft nicht zusammenbrechen. Ja, im Zuge von Covid hat sich diese Nachfrage abgeschwächt, das ist ganz klar. Chile kann sich diesem Trend der Abschwächung nicht vollständig entziehen. Interessant ist, was das Schweizer Institute for Management Development und die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität de Chile festgestellt haben. Die machen jeweils eine Weltrangliste der Wettbewerbsfähigkeit. Und in dieser Weltrangliste liegt Chile im Jahr 2022 auf Platz 45 von gesamthaft 63 beurteilten Ländern. Damit ist Chile erneut an der Spitze Lateinamerikas. Also wenn man Lateinamerika als Gesamtes anschaut, ist für uns aus unserer Sicht Chile wirklich the place to be. Und jetzt aber Sie machen jetzt Einwanderungsberatung, das ist ja, gehört ja schon mit zu einer Ihrer wichtigsten Dienstleistungen. Jetzt die Menschen, die jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren gekommen sind und sich von Ihnen helfen lassen haben, jetzt da einzuwandern, Aufenthalt zu beantragen, von all den Punkten, die wir jetzt genannt haben, was Chile so interessant macht, was hat denn jetzt so, was ist auf den ersten ein, zwei, drei Plätzen, was hat die Leute so begeistert, nach Chile auszuwandern? Es gibt... Das Tolle daran hier in Chile ist wirklich die Freiheit. Sie können wirklich machen, was Sie wollen. Wenn Sie nicht gerade im medizinischen Beruf arbeiten, wo Ihr Studium anerkannt werden muss, können Sie hier Geschäfte machen. Es gibt hier als frühere Unternehmensberaterin, sehe ich hier jeden Tag Möglichkeiten, die man sofort umsetzen könnte. Und da steht Ihnen auch der Staat nicht im Weg. Sie können innerhalb von einem Tag hier eine Firma anmelden über Internet. Sie können Ihre Statuten über Internet formulieren. Sie brauchen dann noch jemanden, meinetwegen einen Rechtsanwalt, der Sie vertritt, solange Sie keine dauernde Aufenthaltsgenehmigung haben. Aber Sie können also unproblematisch hier jedes Geschäft quasi anfangen. Sie können eine Gaststätte führen, ohne jemals Gastronom gewesen zu sein.
alles Dinge, die es in anderen Ländern nicht gibt. Darf ich noch mal ganz kurz nachfragen zum Anwalt, weil ich hatte heute gerade ein Gespräch, da ging es um Panama. Mhm. Und da hieß es gerade zum Beispiel, dass eigentlich ein deutscher Anwalt in Panama seinen Beruf nicht ausüben darf, zum Beispiel. Ja. Und das wäre jetzt aber in Chile einfacher, weil sie sagten, eigentlich gibt es nur Einschränkungen im medizinischen Bereich. Ja, zum Beispiel, ich darf meinen Beruf als deutsche Anwältin, als mit deutschem Studium, darf ich hier ausführen. Ich darf in der Kanzlei beraten, was ich tue. Ich habe also deutsch- und englischsprachige Kunden. Was das Einzige, was ich nicht machen darf, ist, ich darf nicht vor Gericht auftreten. Aber die Ehefrau von unserem Anwalt, die ebenso Jura studiert hat, hier in Spanien, in Chile, Entschuldigung, auf Spanisch, die kann auch nicht auftreten, obwohl sie der Landessprache mächtig ist. Sind jetzt denn die. Eine zusätzliche Zulassung. Verstehe. Die Kunden, die jetzt, die Sie jetzt beraten hinsichtlich einer Auswanderung nach Chile, sind das jetzt Kunden, die dann eher, sage ich jetzt mal, in Chile dann eine Anstellung finden wollen oder ein Geschäft gründen wollen, was sich jetzt auf den chilenischen Markt konzentriert? Oder sind es eher, sagen wir mal, Mandanten, die jetzt so eine Basis suchen, wo sie dann Geschäfte weltweit machen können? Es ist genau der Punkt, den Sauerborn, den Sie ansprechen. Was wir in den letzten 12 Monaten sehr stark gesehen haben, ist, dass erfolgreiche, wirklich erfolgreiche Unternehmer und auch vermögende Privatpersonen aus Diversifikationsgründen einfach ein zweites oder je nachdem sogar ein drittes Standbein suchen. Die Weltwirtschaftslage im Moment, wir kennen sie alle, und Chile ist hier so weit ab vom Schuss, so weit weg, überhaupt nicht irgendwo auf dem Radar, dass es optimal geeignet ist, einfach ein zweites Standbein irgendwo weit weg von Europa sich bereitzulegen. Dass wenn immer, was immer auch passiert, habe ich eine Möglichkeit, mein Leben irgendwo weiterzuführen. Und diesen Trend sehen wir ganz, ganz stark im Moment, dass diese höchst erfolgreichen Unternehmer einfach diese Diversifikation heutzutage suchen. Macht Sinn. Jetzt habe ich mal eine Frage an Sebastian. Weil ich weiß, ja, zufällig, der Sebastian Sauborn hat auch Familie in Chile. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es Teil der Familie, die in Chile noch irgendwie sind, da Wurzeln haben, aber irgendjemand, der zurückgekommen ist. Vielleicht kannst du ganz kurz dazu was erzählen, Sebastian. Also, ja, genau. Auch also, neu gewesen, ich habe das erst vor kurzem jetzt im Vorgespräch mitbekommen mit dem Sebastian Sauborn. Ja, genau, also stimmt. Ich habe Verwandte, die sind letztlich, also zwei Brüder meines Großvaters sind nach dem Zweiten Weltkrieg als junge Männer mit Familien nach Chile ausgewandert. Ja, da war natürlich da in Europa, muss man sagen, 45, alles zerstört, alles zerbombt, keine Perspektive für junge Menschen. Und der chilenische Staat hat damals Deutschen kostenlos Land zur Verfügung gestellt, um dann hier Landwirtschaft zu betreiben. Ja. Und zwei meiner Großonkel, die das Angebot angenommen sind, mit Kind und Kegel dann nach Chile, also damals auch auf dem Schiff, nicht auf dem Flieger. Ich glaube, 8 Wochen ging die Schifffahrt nach Chile ausgewandert, und zwar nach La Serena. Ja, das ist meiner Meinung nach im Süden oder irgendwo. Nördlich von Santiago. Genau, ich war leider noch nie da. Ja. Aber andere meiner Geschwister waren da, nach La Serena ausgewandert und haben dann dort angefangen, Landwirtschaft zu betreiben. Der eine, der ist nach wie vor da, beziehungsweise ist natürlich jetzt auch verstorben, schon vor einigen Jahren, aber seine Familie, seine Nachkommen sind da, die haben da sozusagen ihr Glück gefunden. Der andere, der hatte dort dann Probleme mit den Wasserrechten und der konnte nicht wirklich sein Land bewässern und hat dann in den 50er Jahren nicht wirklich einen anderen Weg gefunden, dann dort Fuß zu fassen, und musste dann zur Enttäuschung der Kinder, die auch dann dort geboren waren und die noch heute von Chile träumen und von diesem Blick auf den Pazifik träumen und davon erzählen, leider wieder zurück nach Deutschland gehen. Ja. Und in gewisser Weise erinnert mich die Situation so ein bisschen an heute. Also ich will nicht sagen, natürlich kann man nicht vergleichen, das ganze Land zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg, aber so neue Perspektiven aufbauen, ja,
in die Zukunft zu schauen, irgendwas zu haben, was positiv ist, was ein bisschen so weit weg ist von den Problemen, die es zu Hause gibt, die es in Europa gibt, sei es jetzt Covid, sei es jetzt die Russland- und die Ukraine-Krise. Also irgendwas, wo man wirklich sagen kann, da kann man jetzt neu anfangen oder ein zweites Standbein aufbauen oder ein drittes Standbein, wie Sie vorhin gesagt haben. Ja, interessant. Jetzt ist denn, weil der Sebastian Sauborn das gerade so erwähnt hat von seiner Familie, gibt es denn jetzt, weil man ja auch da in jedem Land übrigens, wo man auswandert, gibt es ja immer wieder Leute, die zurückkehren. Also man gibt es ja so Statistiken, die man sagen, dieses Jahr sind so und so viele dahin ausgewandert und so viel zurückgekommen. Und gibt es denn jetzt aus Ihrer Sicht auch Gründe, wo zum Beispiel jemand, der nach Chile gegangen ist, vielleicht unrealistische Erwartungen hatte oder wo man einfach sagt, also das muss man sich wirklich überlegen, wenn man da hingeht, weil sonst ist man enttäuscht. Das ist ja wichtig, ne? So, hätten Sie da, haben Sie da irgendwas vielleicht mitzugeben unseren Zuschauern und Zuhörern? Wir haben ein konkretes Beispiel, ja. Wir haben jetzt gerade im letzten Jahr ein Ehepaar auf dem Weg zurück nach Deutschland begleitet. Der Grund war hier ganz einfach altershalber. Sie haben ein Campo gehabt, fernab von der Zivilisation, haben das über 20 Jahre in Eigenregie bewirtschaftet. Und irgendwann wird es dann gesundheitlich einfach zu anspruchsvoll, wenn man so viele Hektaren Grundstück hat und die alle selbst bewirtschaften möchten. Sie haben sich dann wirklich schweren Herzens entschlossen, zurückzugehen nach Deutschland, weil dort auch ihre Kinder sind, die Enkelkinder sind. Und wir haben sie auf diesem Weg dann begleiten dürfen. Das war nicht einfach für die beiden, weil sie wirklich hier heimisch waren. Aber ja, Ihre Frage zu beantworten, es gibt durchaus Gründe, wieso man sagt, ja, es war eine gute Zeit, es war eine schöne Zeit in Chile, aber wir machen den Weg jetzt wieder zurück. Mhm. Ja. Das Interessante darf ich kurz dazufügen bei diesem Ehepaar, als die kurz vor dem Abflug haben wir gesagt, was glaubt ihr eigentlich, was euch am meisten fehlen wird, wenn ihr wieder in Deutschland seid? Spontan die Freiheit. Mhm. Und ich glaube, Sie haben mir vorhin gefragt, was uns am besten hier gefällt. Ich glaube, genau das ist es, die Freiheit hier tun und können, was man will. Ja, das ist auch, es ist nur halt wichtig, dass man, also es ist immer unsere Auffassung, auch wenn jemand sich entscheidet, seinen Wohnsitz zu wechseln, wichtig, dass man vorher realistisch die Sache ansieht und eben dann nicht vor Ort enttäuscht wird. Ich habe mal gibt so ein lustiges Buch, ich glaube, es heißt Resturlaub von Tommy Jaud, über einen, der nach Argentinien geht. Das ist ja nun das nicht Chile, aber es ist auch nicht weit weg von Chile. Und in dem Buch beschreibt er dann relativ humorvoll, was er sich vielleicht besser vorgestellt hat, was er sich aber auch schlechter vorgestellt hat. Und unter anderem war für mich ganz interessant, dass es natürlich auch, wenn man jetzt denkt, dass man eine gute Verbindung zu seiner Familie in Europa halten kann, durch die enorme Zeitverschiebung, man natürlich gedanklich dann auch schon in der Lage ist, einen neuen Freundeskreis relativ schnell aufzubauen und nicht denken, also ich habe ja da meine Familie und meine Freunde da, noch irgendwo in Europa. Ich glaube, sowas funktioniert dann zum Beispiel nicht. Das wäre so eine Sache, die mir da auch einfällt zu dem Thema. Ja. Entschuldigung, dass ich noch was dazu sage. Also ich glaube, wenn man auswandert, ist es fast so, als wenn man eine neue Firma gründet. Man muss eigentlich seine Aufgaben machen. Man muss zuerst seine Hausaufgaben machen und sich Informationen einholen. Man kann nicht einen Koffer packen und dann wandern wir mal los, nicht wie dieses berühmte Buch heißt, wenn ich auf den Jakobsweg gehe. Sondern ich muss gucken, was mir dieses Land bietet, wo sind die positiven und die negativen Dinge, die ich eventuell meistern muss. Und vor allen Dingen kann man eins nicht machen, man kann nicht mit dem Koffer losziehen und seine Probleme, die man zu Hause schon nicht bewältigt hat, versuchen im anderen Land zu bewältigen. Das funktioniert nicht. Wer zu Hause kein guter Unternehmer war, wird es auch im nächsten Land nicht. Wer zu Hause seine Ehe nicht stabil gehalten hat, da wird die Ehe auch im neuen Land nicht besser, weil es kommen ganz andere Aufgaben auf einen zu. Man muss schon sehr bewusst und gut informiert rangehen
Vor allen Dingen, wir kommen ja nachher auch nochmal auf die Immobilienfrage zu sprechen. Also da kann man wirklich bös reinfallen, wenn man nicht gut beraten ist. Seine Hausaufgaben machen, bevor ich den Schritt tue, kann ich nur sagen. Das, denke ich, ist ein sehr guter Punkt, ein sehr wichtiger Hinweis. Ja. Jetzt gehen wir vielleicht jetzt nochmal auf ein paar wichtige Punkte ein, die jetzt also gerade mit dem Auswandern auch zu tun haben. Wobei man ja immer nicht richtig weiß, sagt man jetzt Einwandern oder sagt man Auswandern, je nachdem, wo man sich da schon in dem Prozess sieht. Also wie einfach oder schwer ist es denn jetzt für jemanden, der Chile ins Auge gefasst hat, jetzt dann dort den Aufenthalt zu beantragen? Ist das eher leicht? Ist das eher einfach jetzt im Vergleich zu anderen Ländern in der Region? Wie würden Sie das beurteilen? Ja, vielleicht fangen wir mal mit dem neuen Einwanderungsgesetz an, was wir seit Februar haben, wo Ausführungsbestimmungen jetzt erst im Mai erlassen worden sind. Das heißt, das Ganze ist eigentlich relativ jung und in der Anwendung natürlich noch nicht sehr bekannt. Das bringt also manchmal sogar die Botschaft ein bisschen durcheinander. Und wir haben also im Moment Kunden, die dann anfragen bei zwei Botschaften, zwei unterschiedliche Auskünfte kriegen und dann als drittes uns fragen. Wir wissen natürlich auch nicht immer auf alles eine Antwort. Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass man hier verschiedene Kategorien hat, nach denen man sich qualifizieren kann. Es ist einfacher meiner Meinung nach als in anderen Ländern, weil eben kein Sprachtest, keine medizinische Test erforderlich ist. Aber man muss natürlich die Erfordernisse erfüllen. Sehr schwierig wird es dann, wenn man die entscheidenden Dokumente beschaffen muss. Das wird also wirklich kompliziert, weil es da eben Fristen gibt. Also zum Beispiel nur um zu sagen, öffentliche rechtliche Dokumente haben 60 Tage Gültigkeit, die privatschriftlichen nur 30. So, jetzt schaffen Sie es mal, einen Gesellschafterbeschluss zum Beispiel in der Zeit zu legalisieren, zu übersetzen, zu apostillieren. Die Übersetzung wieder, muss sogar die Apostille übersetzt sein, das schaffen Sie kaum in 30 Tagen. So, und wenn jetzt der Behörde irgendetwas fehlt, dann bekommen Sie genau 5 Tage Zeit, um ein anderes Dokument zu liefern. So, wenn Sie jetzt dummerweise in Deutschland sitzen und die Dokumente werden nur in Englisch und Spanisch akzeptiert hier, dann müssen Sie wieder dieses Dokument besorgen. Sie brauchen einen Notartermin zum Legalisieren. Sie müssen das apostillieren lassen. Und dann müssen Sie einen Übersetzer finden, der Ihnen das auch noch übersetzt in den 5 Arbeitstagen. Ist fast unmöglich. Also da wird es immer schwierig. Wenn wir Kunden haben, die dann, wir haben ja diese Videocalls, die dann sagen, ach, sagen Sie mir doch mal kurz die Dokumente, die ich brauche, die schreibe ich mir mal kurz mit. Die stellen dann hinterher fest, dass das also wirklich schwierig ist. Aber jetzt der Einwanderungsprozess. Also wenn ich jetzt nach Chile einwandern will, ist es dann nicht so, dass ich da, also ich reise jetzt nach Chile und mache meinen Papierkram sozusagen vor Ort oder muss ich das alles von Deutschland aus? Nein, das hat sich total geändert. Sie können wenn Sie Familiengründe haben, dann können Sie den Antrag hier stellen. Die alle anderen müssen den Antrag außerhalb des Landes stellen. Das geht gar nicht anders. Sie können von innerhalb des Landes, haben Sie nicht mal Zugang über den Computer zu diesem Antragsformular. Sie müssen außerhalb des Landes den Antrag stellen. Wenn Sie ihn gestellt haben, der Antrag ist im System hochgeladen und akzeptiert, dann können Sie als Tourist hier einreisen. Interessant. Ja. Das hat sich sehr geändert. Wir sind früher mit unseren, es hat früher hier diese regionalen Beratungsstellen gegeben. Wir sind früher mit unseren Kunden, die sind gekommen, die haben die Dokumente mitgebracht. Wir sind dahin gegangen, wir haben die abgegeben. Wir hatten eine Ansprechperson, wo wir jederzeit anrufen konnten, wie der Stand der Dinge ist. Sie kriegen heute niemanden mehr irgendwo an Apparat. Was bedeutet das? Reden wir nochmal über so ein konkretes, also ich meine, Fallbeispiel, ja. Wir haben relativ viele Mandanten, die sind so, ich sage jetzt mal Unternehmertypen, ja, jetzt mal angenommen, wir reden jetzt von einem Mandanten, der verkauft in Deutschland sein Haus, vielleicht noch sein Unternehmen und da beschließt jetzt in Chile, ich sage jetzt mal, eine Blaubeerenfarm zu kaufen, ist ja keine schlechte Idee, weil ja letztlich die aufgrund der gegensätzlichen Jahreszeiten ja in Europa viele Blaubeeren außerhalb der Saison ja letztlich aus Chile kommen. Ja. Also wenn Sie hier, ich bin in Großbritannien, wenn Sie jetzt zum Supermarkt gehen, außerhalb der Saison,
außerhalb der europäischen oder auch nordafrikanischen Saison, dann kommt vieles aus Chile oder aus Peru, was jetzt Blaubeeren anbelangt. Also mal angenommen, jemand will mir eine Farm kaufen, will dann ein Investment machen, ich sage jetzt mal salopp, ein paar hunderttausend. Wie sind jetzt zum Beispiel, was für ein Visum wird hier in Frage kommen? Gibt es ein Investorenvisum, wie man das ja kennt aus vielen Ländern, zum Beispiel USA, wo man einen bestimmten Betrag investieren muss? Wie hoch sind die Investmentbeträge? Und wie einfach ist es dann, hier entsprechend akzeptiert zu werden? Es gibt das sogenannte Business-Investor-Thema. Da müssen Sie 500.000 US-Dollar investieren. Mhm. Das heißt, mit Ihren Blaubeeren müssten Sie dieses in Ihr Fabrikgebäude, in die Herstellung, in die Pflanzen, in den Vertrieb investieren. Nicht aber, aber nicht ins Land dürfen Sie investieren. Nein, nicht für Sie persönlich, sondern Sie müssen das wirklich in den Betrieb investieren. Sie müssen einen Geschäftsplan vorlegen und Sie müssen sich diesen genehmigen lassen, bevor Sie überhaupt einen Antrag stellen können. Okay. Mhm. So, das also heißt, das ist relativ schwierig. Mhm. Wir versuchen immer andere Wege zu finden, um solche Leute ins Land zu bekommen, die eben nicht über die Investmentschiene laufen, also nicht über die Business-Schiene laufen. Weil sie sehr gebunden sind, weil sie kontrolliert werden, weil sie nach 3 Jahren, wenn sie dann die dauernde Aufenthaltsgenehmigung haben wollen, müssen sie immer noch ihre Blaubeeren anpflanzen. Mhm. Also es gibt da andere Wege, die sind aber sehr individuell, die muss man dann besprechen, ob man diesen Kunden durch eine andere Kategorie ins Land bekommt, er dann in aller Ruhe seine Blaubeeren anpflanzen kann. Und wenn er dazu keine Lust mehr hat, in einem Jahr vielleicht auf Himbeeren wechselt. Okay, und in den Fällen ist dann auch kein, in den Fällen, von denen Sie jetzt sprechen, da wäre dann auch kein keine Minimalinvestition fällig. Da könnte ich dann auch ohne größere Investitionen dort die Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Genau, wenn Sie zum Beispiel über die sogenannte Investor-Kategorie kommen und nachweisen können, dass Sie irgendwie aus einer anderen Quelle genügend Geld mitbringen oder haben, regelmäßig haben, dann können Sie über so eine Kategorie einwandern und dann können Sie geschäftlich machen, was Sie wollen. Okay, das heißt, ich muss Ihnen das Kapital binden, ich bin möglicherweise flexibler, kann meine Pläne ändern. Genau. Und nicht so, es wird nicht, ich muss keinen Businessplan schreiben, dessen Einhaltung dann von der Behörde entsprechend kontrolliert wird, weil ich einen entsprechenden anderen Weg gefunden habe, dort dann einzureisen. Im Prinzip geht es um einen wesentlichen Punkt. Sie haben das indirekt angesprochen, Herr Sauborn. Was will Chile sicherstellen? Der chilenische Staat will sicherstellen, dass sich der Einwanderer selbstständig über Wasser halten kann, finanziell, und nicht zu einer finanziellen Last wird für den Staat. Jetzt eine Möglichkeit ist das, über Investitionen in Blaubeeren zu machen. Dann prüft man, ob die Substanz da ist. Es gibt aber auch andere Mittel, um nachzuweisen, dass die entsprechenden Einkommen regelmäßig da sind. Und wie Sie gesagt haben, dann sind Sie nicht verpflichtet, irgendwelche Business Cases zu schreiben und müssen da auch nicht alles belegen, sondern man zeigt im Prinzip, dass der Kunde sich selbstständig über Wasser halten kann, dass über längere Zeit hier in Chile gewährleistet ist, und dann gibt es andere Kategorien, die hier sehr gut passen. Wie ist so das, also wenn ich jetzt Unternehmer bin und möglicherweise auch dann Personal anstellen möchte, sei es jetzt für eine Blaubeerenfarm oder eher für ein produzierendes Unternehmen oder Dienstleistungsunternehmen, Büro, wie ist so das Lohnniveau in Chile? Wie muss ich mir das vorstellen im Vergleich zu, sagen wir mal, europäischen Ländern, wie in Spanien, wie in Deutschland, oder was muss ich da vorstellen? Es gibt ein Mindestgehalt. Das wird jetzt gerade angehoben auf ca. 450.000 Pesos. Das sind umgerechnet etwa 400 Euro. So, und die ungefähr 80% der Bevölkerung verdient dieses Geld und nicht mehr. Sobald jemand aber eine Ausbildung hat, geht er sofort in den höheren Bereich rein. Also wenn Sie nur Leute haben wollen auf der Blaubeerfarm, die zum Pflücken dort sind oder die packen, dann zahlen Sie dieses Mindestgehalt oder vielleicht ein bisschen mehr. In dem Moment, wo Sie jemanden haben, der das Büro leitet und der vielleicht 1-2 Sprachen kann, sind Sie dann schon beim 2- oder 3-fachen von diesem Gehalt. Aber immer noch
im Vergleich zu europäischen Ländern ja sehr moderat, auch wenn es das zwei- oder dreifach wäre. Ja. Ja, durchaus. Und wenn wir gerade mal schon bei dem Thema jetzt sind, jetzt haben wir gerade über das Gehalt gesprochen, die Lebenskosten. Ich habe mir den Lebenskostenindex angeschaut von Chile und da ist mir aufgefallen, also es ist schon preiswerter als so Länder wie zum Beispiel Costa Rica oder Panama. Das Leben, sagt man, wenn das, weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, aber es ist teurer als einige europäische Länder wie zum Beispiel Bulgarien oder Ungarn und sogar nur ein kleines bisschen günstiger als das Leben in Griechenland. So, also würden Sie es bestätigen, so, was sind da so Ihre, was ist Ihre Wahrnehmung so zu den Lebenshaltungskosten? Weil immerhin muss das ja jemand schon im Blick haben, wenn er überlegt, auszuwandern, ne? Was ihn da realistisch wirklich erwartet. Ich muss lachen. Ich erlaube mir mal kurz als Erste zu antworten, weil mein Partner steht ja so auf diese Erdbeeren, die es das ganze Jahr gibt. Bei mir sind es die Kirschen, diese großen, dicken, fetten, schwarzen Knubberkirschen. Und wenn ich die dann zur Weihnachtszeit hier kaufe, dann kosten die einen Bruchteil von dem, was ich in Neuseeland dafür gezahlt habe. Und dann komme ich dann immer mit 30 Kilo Kirschen hier wieder nach Hause und schicke also dann die Bilder von diesen riesen Kirschen dann nach Neuseeland zu unseren Freunden und die sagen, wir kommen jetzt auch nach Chile. Das ist doch ein guter Grund. Entschuldigung, sagen Sie mir, Chef. Ja, Ihre Frage etwas differenzierter noch zu beantworten. Chile ist kein Billigland. Das muss man schon ganz klar sehen. Chile hat eine hohe Abhängigkeit von Importgütern, also alles, was aus dem Ausland kommt, Punkt 1, trägt den höheren Auslandsstempel aufgrund der Wechselkursverhältnisse und Punkt 2, alles, was Markenprodukte sind, die haben das entsprechende Label. Also es gibt hier viel weniger Eigenproduktion, als wir das zum Beispiel in Europa kennen. Und darum sind auch gewisse Produkte, wenn sie auf denen bestehen und sie die haben möchten, dann haben die ein entsprechendes Preisschild. Und das macht es dann schlussendlich im Index teuer. Wenn sie aber auf einheimische Produkte gehen, wie das jetzt Frau Dr. Bröcking vorhin gesagt hat, mit den Kirschen oder ich mit meinen Erdbeeren, dann sieht es wieder ganz anders aus. Dann ist das Eigenproduktion, das aus dem Land kommt und das hat einen ganz anderen Price Tag als alles, was aus dem Ausland kommt. Also das muss man etwas differenziert anschauen. Aber de facto ja, Chile ist kein Billigland. Es ist nicht zu vergleichen preislich zum Beispiel mit Argentinien, wo das Preisniveau nochmal ein ganz anderes Niveau hat. Wir reden jetzt ja zum Beispiel in Argentinien, gut, dass Sie das angesprochen haben. Dieses Jahr wird erwartet 90% Inflation. Ja. Ich meine, im UK hier redet man von 13% und die Leute stöhnen alle. Wie muss man sich das vorstellen in Chile? Gibt es da ähnliche Probleme in der Teuerung momentan wie überall auf der Welt? Oder wie ist es dort, wie wird es dort erlebt? Die Teuerung, die hat angezogen, auch hier in Chile. Wir liegen jetzt im April, im Vergleich zum Vorjahr, bei 10,5%. Es ist das erste Mal seit 1994, dass wir zweistellige Inflationsraten sehen. Und Sie sagen es richtig, Deutschland im Moment 7,5-8%. Also wir sind da nicht sehr weit entfernt davon. Aber sehr weit entfernt von dem argentinischen Extrem, 90%. Absolut, ganz genau, richtig. Ich wollte jetzt mal die Brücke bauen, weil wir haben jetzt über so Lebenshaltungskosten gesprochen. Vorher haben wir über die Kosten gesprochen, jetzt vielleicht jemand einzustellen. Also da kennen wir schon einiges, ne? Also das Mindestlohn kennen wir. Wir wissen jetzt, dass Obst und Früchte preiswert sind. Da macht jetzt auch so eine Teuerungsrate nicht unbedingt viel aus bei so günstigen Preisen. Aber in Deutschland und in der Schweiz ist es ja so, und in Österreich wird es genauso sein, also in vielen europäischen Ländern so, vor allem eben Deutschland, Österreich, Schweiz, dass das Wohnen einen erheblichen Faktor ausmacht, ne? Also man gibt zwischen einem Drittel bis zur Hälfte in einigen Ländern mehr als 50% für eine Wohnung aus.
Und deswegen würde mich jetzt interessieren, wenn jetzt jemand nach Chile kommt, wie einfach und schwer ist es, einen angemessenen Wohnraum zu finden, auch mit dem Standard, den man vielleicht sich dort auch erhofft? Und mietet man oder investiert man in eine Immobilie, kauft man eine Immobilie? Was sind da so Ihre Erfahrungen? Was raten Sie jetzt Ihren Mandanten? Peter fängt an? Nein, Peter hat schon gemietet. Die meisten Leute mieten hier eigentlich nicht. Die meisten Leute haben ihr eigenes Haus. Also mein Kollege ist angekommen, er hat also ein Haus gemietet für die ersten 2 Jahre. Die meisten Leute kaufen sich ihr Haus hier und es gibt eben große Unterschiede in der Qualität, aber kleine Häuser kosten eben auch nicht viel Geld, wenn man sich ein schönes Haus kauft. Das kostet auch richtig Geld hier. Und wenn man mieten möchte, dann sind sie bei einer 2-3-Zimmer-Haus, sind sie ungefähr bei 400-500 € im Monat. Es ist aber nicht so einfach, was zu mieten zu finden. Es ist nicht so leicht. Das Problem hier unten, speziell in unserer Gegend, ist, dass wir hier viele Touristen haben, dass die Leute gar nicht vermieten wollen, weil man in den Sommermonaten ein wesentliches mehr macht, als wenn man ständig vermietet. So, das heißt also passieren, dass man von März bis zum November gern gesehen ist als Mieter und im November wird der Vertrag gekündigt, weil Dezember bis März ist die Hochsaison. Das ist auch in Städten wie Santiago und sowas jetzt so oder nur eher in den touristischen Hotspots? Nein, in Santiago können Sie eher Wohnungen mieten, das ist gar keine Frage. Da können Sie Wohnungen mieten. Für unsere Kunden suchen wir ganz bewusst Grundstücke und oder Häuser, die wir ihnen dann auch zeigen können. Wir begleiten unsere Kunden dahin, wir helfen ihnen bei der Detailauswahl, damit sie wirklich auch den Platz finden, den sie gerne haben möchten. Und unsere Kunden, die kaufen in der Regel immer. Und mir ist es klar, dass es eine ganz schwierige Frage ist, die man fast nicht beantworten kann. Aber womit muss ich rechnen, so sagen wir mal, damit ich mir irgendwas kaufen kann? Wenn ich jetzt in einer kleinen Stadt oder vielleicht ländlich gehen will, vielleicht ein kleines Stück Land, keine Landwirtschaft betreiben will und da ein Einfamilienhaus kaufen oder naja, ich sage jetzt noch nicht bauen, aber kaufen möchte, zu einem akzeptablen Standard und natürlich im Wissen, dass es nicht Westeuropa ist und nicht Deutschland ist und natürlich gewisse Abstriche gemacht werden müssen. Was muss ich so rechnen? Wo fängt es an, interessant zu werden? Ab welchem Betrag? Was heißt interessant? Ja, also, dass es halt bewohnbar ist und so irgendwo, also Ihren zum Beispiel jetzt konkret Ihren Kunden so vom Standard her genügt. Also was sagen Sie Ihren Kunden? Dann müssen Sie mindestens rechnen mit X. 500.000, 300.000 oder wo ist da die, wo ist so der? Also die Kunden, die wir im Moment betreuen, die suchen alle zwischen 400.000-500.000 € aufwärts. Okay. Und das ist aber dann schon im oberen Segment, würden Sie sagen, ja? Das ist dann im oberen Segment, ja. Ja, okay. Also es gibt die Möglichkeit, entweder in einer Stadt zu leben oder außerhalb zu leben. Also die schönen Häuser sind meistens etwas am Stadtrand, etwas außerhalb. Die sind dann alle auf 5.000 Quadratmeter und die kosten dann 400, 500, 600.000 Euro und mehr. Okay, also wenn man jetzt sich vorstellt, ich meine, die Immobilienpreise sind ja auch in Deutschland sehr stark angestiegen in den letzten Jahren. Wenn ich jetzt hier eine Immobilie lukrativ in Deutschland veräußern kann, dann werde ich mir damit in Chile auch, also unter normalen Bedingungen, eine entsprechende schöne Immobilie dann leisten können. Absolut, ja. Ja. Hängt natürlich dann immer natürlich noch von dem Ort ab. Also wenn Sie weiter in den Süden gehen, Patagonien, Aysén, Magallan, wo unser Präsident herkommt, da wird es also immer etwas billiger. Wenn Sie aber hochgehen nach Santiago, wie in jeder Hauptstadt, wird es natürlich teurer. Wenn Sie dasselbe kaufen wollen in Santiago, legen Sie bestimmt das Doppelte hin, ja. Naja, nee, das ist ja klar. Also ich meine, dass natürlich es dort ein großes Gefälle gibt, ist ja klar. Aber ich meine, die wenigsten werden jetzt in Patagonien leben wollen und die wenigsten werden wahrscheinlich jetzt hier im Diplomatenviertel in Santiago leben wollen. Also irgendwo dazwischen ist dann wahrscheinlich so immer noch eine große Bandbreite. Aber ich glaube, was Sie gesagt haben, ist auf jeden Fall hilfreich. Das hilft für die Vorbereitung und damit man weiß, mit was man rechnet.
Und ja. Ist dort Finanzierung jetzt gerade für Ausländer einfach zu haben in Chile oder sagen Sie, naja, also lieber, also im Grunde muss man mitbringen das Geld, ansonsten hat es keinen Sinn. Das Geld bringen Sie besser mit, weil eine Finanzierung für Ausländer ist hier nicht möglich. Okay, guter Punkt. Ganz einfach. Guter Punkt. Sie werden schon froh sein als Ausländer, wenn Sie hier Ihr erstes Bankkonto eröffnen, weil das ist die erste wirklich große Hürde. Und sobald Sie ein Konto haben, werden Sie ganz glücklich sein, dass Sie eins haben. Da werden Sie bestimmt nicht mehr noch nach einer Finanzierung fragen. Ja, auch ein weiterer wichtiger Punkt. Ja. Gut, da reiht sich Chile natürlich in die Reihe von vielen anderen Ländern ein, weil es generell ja momentan in vielen Ländern schwierig geworden ist, ein Bankkonto zu eröffnen. Schon besonders, wenn man natürlich noch keine richtige Residenz hat. Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Thema gestriffen, unternehmerisch tätig werden in Chile. Sie selber hatten das ja angeführt. Und jetzt ist es so, wenn jetzt also Mandanten oder interessierte Personen nach Chile auswandern, wie ist es denn bei den meisten der Mandanten, die Sie jetzt betreuen? Arbeiten die dann über eine Auslandsgesellschaft? Also sprich, sie wohnen in Chile und haben ein Unternehmen, was weiß ich, eine Limited in UK oder eine Gesellschaft in USA angemeldet, eine LLC, oder gründen die eine Firma vor Ort? Was empfehlen Sie und was ist da so gang und gäbe? Das kommt ganz auf die entsprechende Situation drauf an, des einzelnen Kunden. Was wir sagen können, ist, die unternehmerischen Möglichkeiten, die sind gewaltig in diesem Land. Und es gibt Leute, die machen das dann, die nehmen im Prinzip ihre Aufgabe aus dem Heimatland mit und führen die hier weiter oder führen hier zum Beispiel ein Projekt durch. Da können wir nachher mal ein Beispiel anschauen. Oder die fangen hier neu an und sagen, okay, ich habe meine Präferenz im Bereich Holzwirtschaft oder Weinanbau oder grundsätzlich Landwirtschaft oder Fischerei. Appenzeller Käse. Käse. Ich stelle jetzt Appenzeller Käse. Ja, gibt's, in der Tat gibt's hier, haben wir kürzlich jemanden gefunden hier in der Gegend. Die Dame arbeitet für einen Hotelbetrieb, der von Schweizern hier gegründet wurde vor ein paar Jahren. Und die haben ihr beigebracht, wie man einigermaßen vernünftigen Käse macht. Und wir konnten den kürzlich kosten und wir sind hin und weg. Also das Thema Käse entspannt sich jetzt auch langsam hier für mich mittlerweile. Oder die Fischerei, Lachs zum Beispiel, gemäß Quellen ist Lachs das zweitwichtigste Exportgut Chiles nach Kupfer. Und bei dem Thema sind wir noch nicht auf dem Niveau wie zum Beispiel Norwegen. Also wenn hier jemand das Know-how hat und sich einbringen will, das ist ein ganz großes Feld. Bausektor, Sicherheit am Bau, Gerüstbau, Solaranlagen, um autonom zu werden. Es gibt noch nicht überall Leitungen in alle Gebiete, um sie mit Strom zu versorgen. Grundsätzlich erneuerbare Energien, Solarthermie, Wind, Wasser. Es gibt tolle Beispiele, was zum Beispiel Siemens und Porsche gemacht haben oder was die im Moment machen im Süden. Die haben ein Projekt begonnen, das heißt Haru Oni. Und das wird von Siemens Energy mit einer Reihe von internationalen Unternehmen entwickelt. Worum geht's da? Das ist ein Pilotprojekt, aus dem die weltweit erste integrierte und kommerzielle Großanlage zur Herstellung synthetischer und klimaneutraler Kraftstoffe, also sogenannte E-Fuels, hervorgehen soll. Und in dieser Pilotphase werden in der Großanlage bereits in diesem Jahr etwa 130.000 Liter hergestellt und das soll dann sukzessive gesteigert werden auf 55 Millionen Liter E-Fuels bis 2026. Porsche ist hier Hauptabnehmer dieser ganzen Geschichte. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie solche idealen Bedingungen haben in einem Land wie hier in Chile im Süden, um mit Hilfe von grünem Windstrom klimaneutralen Kraftstoff zu erzeugen, dann ist das
eine Wahnsinnsgeschichte, vor allem wenn man im Moment in Europa darüber nachdenkt, wie kommen wir möglichst unbeschadet durch den nächsten Winter. Also es gibt hier Möglichkeiten, wenn jemand diesen unternehmerischen Geist hat und das notwendige Kapital mitbringt oder aufbringen kann, dann sind hier Tür und Tor offen. Aber ich muss dafür jetzt nicht ein Unternehmen sein wie Siemens in der Größe. Ich kann auch als Mittelständler oder als Unternehmer, der gerade sein Unternehmen in Deutschland verkauft hat, jetzt eher vielleicht ein kleines Unternehmen verkauft hat, hier Fuß fassen und hier neu beginnen sozusagen. Ja, ich muss keine Siemens. Absolut. Sie können das als Mittelständler machen. Wir haben hier ebenfalls ganz konkrete Anfragen von Kunden, die wir auf diesem Weg begleiten, die im Thema der erneuerbaren Energien drin sind, Biogasanlagen in der Herstellung und in der Wartung diese Teile dabei sind und die den Schritt hier nach Chile prüfen. Oder es kann auch sein, Toner für Drucker, alternative Tonerpatronen. Also das können Nischen sein von ganz relativ kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen bis hin zu Großunternehmen, wie Siemens das macht. Da ist alles offen. Chile hat sogar von der Regierung her eine spezielle Behörde seit mehreren Jahren eingerichtet, das ist Invest Chile. Und der Zweck dieser Behörde ist nichts anderes, als ausländischen Unternehmern den Einstieg ins Land zu ermöglichen und deren Projekte auch entsprechend im Land zu positionieren. Da können wir bei Bedarf zum Beispiel gerne für unsere Kunden in Kontakt herstellen. Gibt's denn da jetzt zum Beispiel auch im Land zum Beispiel Investoren, also die sagen, ich würde mich an so einer Unternehmung beteiligen, weil, ich sage mal, fallen da jetzt spontan eine ganze Reihe von Unternehmern ein, die durchaus hochinteressante Produkte, Leistungen und Services hätten. Nur weil man sagen muss, so ein Eintritt in einen völlig neuen Markt, in ein neues Land, auch mit den Risiken, die man dann so sieht, ob man die alleine tragen will, gerade auch bei der Entfernung und bei so einem unbekannten Markt. Also da müsste man dann schon vor Ort natürlich Partner finden, die sich auch entsprechend mit finanziell beteiligen und einbringen in so ein Unternehmen. Absolut. Wenn jetzt jemand das Know-how mitbringt zum Beispiel. Genau, absolut. Auch hier ein Beispiel, um das zu veranschaulichen. Wir haben kürzlich ein größeres Landstück verkauft an eine erfolgreiche inländische Unternehmensgruppe mit Investoren, die dieses Landstück jetzt so aufbereiten, dass es im Prinzip durch Parzellierung nachher aufgewertet werden soll, damit entsprechende Immobilien darauf erstellt werden können, um es dann so wieder an den Markt zu geben. Also da gibt es Kapitalgeber, inländische Investoren, die hier Geld einschießen, bereitstellen und das Projekt auch hochfahren, damit es dann wieder an den Markt gebracht werden kann. Was einfach als ein Beispiel, wie hier auch lokale Investorengruppen im Land selbst verankert sind. Sie haben jetzt vorhin, als Sie von den sagen wir, wichtigen Exportgütern gesprochen haben, Kupfer erwähnt, Lachs erwähnt, es gibt dann auch noch landwirtschaftliche Früchte und sowas. Ich habe die Liste gerade vor mir, natürlich Wein, Fleisch und diese Dinge. Aber da ist relativ wenig bei den 10 wichtigsten Exportgütern dabei, wo es jetzt um produzierendes Gewerbe geht. Ich meine, wir zum Beispiel ja Mexiko, die sind ja ganz stark zum Beispiel jetzt auf die Automobilindustrie, haben sich dort engagiert in den letzten Jahren und sind jetzt eigentlich Standort für viele Automobilhersteller und auch die Zulieferindustrie. Wie ist das mit dem produzierenden Gewerbe in Chile? Oder geht es da wirklich hauptsächlich, sagen wir mal, um die Rohstoffe und so weiter hier besser auszubeuten? Da könnte man sicher hier noch eine ganze Menge machen. Also zum Beispiel haben wir ja sehr viel Holz. Wir haben hier wunderschöne Vollholzmöbel, die wir herstellen, aber wirklich nur im kleinen Bereich. Also das ist zum Beispiel eine Industrie, die könnte man wunderbar ausbauen, um das zum Export fertig zu machen.
Das also ist also mal noch, dass ein ich Bereich. Darf in gewisser Weise beim produzierenden Gewerbe, wo es jetzt ja. jenseits der natürlichen Rohstoffe, sagen wir mal. Ja, und wenn wir den Käse nehmen, dann können wir auch gleich die Wurst nehmen. Also die Wurstwaren sind hier gut. Auch die könnte man viel mehr zum Export ausbauen, weil wir ja die ganzen Ländereien haben mit den Kühen. Also wir haben hier genug Fleisch durch Schafs und durch Schafe und Rinder und Geflügelzucht. Also das könnte man wesentlich erweitern, indem man diese Produkte verfeinert und dann eben hier die Leberwurst herstellt und die dann auch exportiert. Der Herr Taborek stellt ja seine eigene Leberwurst her, muss ich mal vorstellen. Ja, ich wollte ja die gerade ersetzen durch die chilenische. Also ich hab das schon mal erzählt, glaube ich, oder nicht. Ich habe meine Zeit lang, einige Jahre im Iran gelebt und ich habe das sehr vermisst, zum Beispiel. Und ich war, als wir dann das Land verlassen mussten, leider, als das mit Covid losging, hat uns dann mehr oder weniger auch die Botschaft, also empfohlen, nahegelegt, das Land lieber zu verlassen. Aber da war ich kurz davor, mich mit dem Thema Käse zu beschäftigen. Ja, weil ich sag mal, ansonsten, es gibt viele, viele schöne und gute Dinge, aber irgendwas fehlt einem dann schon mal. Gut, aber lassen wir das mal jetzt. Was uns noch interessiert, wir reden ja über Chile und das Leben in Chile. Also es ist ja so, dass oftmals eine Familie kommt und dann hängen Kinder dran und dann vielleicht hat die Ehefrau auch noch verschiedene Bedürfnisse und Sorgen, wie auch immer. Und jetzt gibt es da so die unterschiedlichsten Fragen, zum Beispiel, wie ist das mit der Schulbildung, wenn jetzt eine Familie kommt, wie geht es mit der Schule weiter, wie finden die Kinder da Anschluss, wie ist das mit der medizinischen Versorgung, verlässt man das Land lieber, wenn man mal einen ernsthaft medizinischen Eingriff braucht? Oder ist im Land alles da, was man braucht? Wie ist es mit der Krankenversicherung? Schließt man eine lokale Krankenversicherung vor Ort ab? Oder sollte man eine Auslandskrankenversicherung abschließen? Was sind Sie da interessiert? Ich fange mal gerne mit der Schule an und dann kann Frau Dr. Böcking dann mit der medizinischen Versorgung ergänzen. Schulen haben einen sehr guten Ruf hier, vor allem die deutsche Schule. Es gibt landesweit verschiedene deutsche Schulen. 1854 wurde die erste deutsche Schule in Osorno gegründet. Und die sind in vielen größeren Städten wie Valparaiso, Puerto Varas, Villarrica, Temuco vorhanden, genießen einen exzellenten Ruf und sind demzufolge bestens geeignet, um Einwanderer, die jetzt aus der Dachregion kommen, deren Kinder auch aufzufangen und dann auf ihrem weiteren Bildungsweg zu begleiten, bis hin dann zu den universitären Ausbildungen, es gibt hochrangige Universitäten hier in Chile, die man dann auch nach Bedürfnis, je nach Sichtweise entsprechend aussuchen kann. Das vielleicht zum Thema Ausbildung, Schule. Von der medizinischen Versorgung her bieten sich hier zwei Möglichkeiten. Entweder die öffentliche Versorgung, die sogenannte FONASA, Fondo Nacional de Salud, oder man schließt sich einer privaten Krankenversicherung an. Bei dieser gibt es meistens eine Altersbegrenzung nach oben, die bei 60 oder 70 Jahren ist. Die privaten Krankenversicherungen bieten unterschiedliche Leistungspakete an. Das heißt, die arbeiten mit Gruppen von Ärzten und Therapeuten und regionalen und überregionalen Krankenhäusern zusammen, die aber zu diesem Paket gehören. Das heißt, wenn Sie einem solchen Versicherungsträger angehören, können Sie nur auf diese Ärzte und Krankenhäuser zurückgreifen. Ähnlich wie in den USA, erkennt man das Gleiche. Ja, so. Es ist aber ganz interessant. Wir haben in Temuco zum Beispiel das Deutsche Krankenhaus. Dort kommen also regelmäßig Spezialisten aus Santiago, um Patienten zu sehen. Die buchen dort regelmäßig Beratungsräume für 1-2 Tage in der Woche, fliegen also von Santiago kurz nach Temuco für die 2 Tage. Und dann finden die Operationen aber oft in Santiago statt. Also die Krankenhäuser speziell in Santiago sind also erstklassig. Und da hätte ich also keinerlei Bedenken, mich also operieren zu lassen, weil wir dort wirklich, also auch wieder im lateinamerikanischen Vergleich, wirklich Spitzenklasse sind. So, und man hat also die Möglichkeit, entweder diese
öffentliche Krankenkasse von NASA beizutreten oder eben der privaten. Solange der Kunde hier kommt, sollte er erstmal einen Auslandsschutz haben für eine bestimmte Zeit, dass das erstmal auf jeden Fall gedeckt ist. Okay, sehr gut. Vielleicht jetzt noch, da wir jetzt auch schon fast am Ende sind, vielleicht noch ein wichtiges Thema natürlich auch so Steuern, ohne dass wir jetzt hier zu sehr hier jetzt ins Detail gehen müssen natürlich. Wie ist so das steuerliche Klima und die steuerliche Situation in Chile? Also für Unternehmen, für natürliche Personen, gibt es da vielleicht spezielle Regelungen für Ausländer? Wie attraktiv oder wenig attraktiv ist es in Chile? Wir sind hier keine Steuerrechtler, keine dazu, aber können keine verbindlichen Aussagen machen, aber so ein paar Grundprinzipien können wir Ihnen hier in diesem Gespräch darlegen. Grundsätzlich verantwortlich ist in Chile die SII, das ist die Servicio Impuesto Interno, über die dann eigentlich die ganze Steueradministration läuft. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptaussagen, die man machen kann. Erstens, Chile kennt das Welteinkommensprinzip, also das weltweite Einkommen ist anzugeben. Wobei, und das ist der zweite Punkt, Einwanderer in den ersten 3 Jahren einen Bonus haben und keine Einkommenssteuer bezahlen. Also die sind so lange in den ersten 3 Jahren davon grundsätzlich befreit. Hier empfiehlt sich immer eine fundierte Abklärung mit einem Steuerberater. Gerade wenn man aus Deutschland kommt, Stichwort noch Wegzugsbesteuerung, was dann in Deutschland, je nachdem, allenfalls anfallen könnte. Mehrwertsteuersatz ist derzeit bei 19%. Und es gibt je nach Land auch Doppelbesteuerungsabkommen, die angewendet werden können. Und auch das muss man dann individuell anschauen, je nachdem, wo der Kunde herkommt. Das vielleicht so als Thema Steuern. So, wie sind so jetzt ungefähr die Einkommensteuersätze im Vergleich? Jetzt haben wir so viel Steuern wie in Deutschland oder vielleicht eher so wie in der Schweiz. Wie erleben Sie das so persönlich? Das ist eher auf dem Zwischendrin. So, da haben wir keine hundertprozentig verlässlichen Vergleichszahlen, aber es liegt irgendwo zwischen der Schweiz und Deutschland. So, das ist unser subjektives Empfinden. Also ja, wir sehen hier nicht Spitzensteuersätze, wie das in Deutschland der Fall ist. Das wird irgendwo sich dazwischen bewegen. Und jetzt bei den Unternehmenssteuern, wissen Sie, wie da die zum Beispiel Körperschaftssteuersatz ist? Da kann ich keine verlässliche Aussage machen. Okay, kein Problem. Ja, dann sind wir eigentlich angekommen bei meinen Schlussfragen. Unsere Rubrik kurz nachgefragt, das bedeutet, ich habe eine kurze Frage und Sie eine kurze Antwort. Was muss man unbedingt mal gesehen haben, wenn man nur ganz kurz in Chile ist? Ich habe eine Antwort. Ich warte auf Frau Dr. Brücking. Ich würde sagen, Pucón und den Vulkan Villarrica. Meine Antwort ist der Vulkan Villarrica. Sehr gut. Das ist auch schon. Haben wir doch einen Treffer. Dann, welchen Fehler sollte man unbedingt in Chile vermeiden? Vorbereitung ist maßgebend. Vorbereiten, bevor man herkommt. Hausaufgaben machen. Kommen wir zur einheimischen Küche. Was muss man unbedingt mal ausprobiert haben? Choclo mit Zucker. Entschuldigung. Choclo mit süßem Zucker. Schmeckt grässlich. Ja, Kuchen. Ja, und was ist denn so das typische Mitbringsel, wenn man mal in Chile gewesen ist und dann wieder nach Hause fährt? Was Schönes vom Mapuche-Markt. Was Schönes Gestricktes vom Mapuche-Markt. Entweder die Socken für die kalten Wintertage, wenn es keinen Gas gibt in Deutschland, oder Schal bis hin zum Wandvorhang. Sind die dann aus Alpaka oder diese Socken?
Die sind zum Teil auch aus Alpaka, ja. Wunderbar, vielen Dank. Also, dann noch eine letzte, aber auch ganz wichtige Frage. Wie erreichen Sie am besten interessierte Mandanten, die also jetzt mit Ihnen Kontakt aufnehmen wollen? Was empfehlen Sie, abgesehen davon, dass wir das natürlich auch am Ende noch mit einblenden? Wir haben eine Webseite, die immigrationchile.com, und wir bieten unseren Interessenten einen Videocall an in einem Zoom-Meeting, was meistens 90 Minuten geht. Und da können Interessierte eigentlich alle Fragen stellen, alle persönlichen Fragen stellen. Und da versuchen wir in einem ersten Gespräch bereits einen Weg aufzuzeigen, wie ein solches Einwanderungskonzept gestrickt sein könnte, weil das wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Ja, dann vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Bröcking und Herr Schäfer, für das schöne Gespräch. Ja, wir bedanken uns bei Ihnen und wir hoffen, dass wir möglichst viele hier in Chile sehen. Sehr schön. Vielen Dank, Frau Dr. Bröcking. Vielen Dank, Herr Schäfer. Schönen Tag noch Ihnen. Wiederhören. Dann. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.